Ah, ich erkenne deine Schritte. Willkommen zurück. Es gibt viele Statuen von Athena. Welche von ihnen meinst du? In meiner Fantasie gibt es nur eine. Ihre Geschichte begann so. Als wir um die Hügel gingen, sahen wir Athen unter uns und Athena über uns, die unserem Blick standhielt. Es wird dich freuen, dass ich bei der Statue der Athena auf der Akropolis war. Ah, wäre ich nur dort gewesen, um ihre Präsenz zu spüren, würdest du sie mir bitte beschreiben? Wenn Athen eine Stadt der Statuen ist, dann ist Athena ihre Beschützerin. Sie steht hoch über allem und wacht über die Stadt. Ja, und sie steht dort nicht nur und wacht über Athen, sondern sie dient auch als Mahnmal für das Leid dieser armen Leute während der Invasion. Jetzt bist du dran zu erzählen. Du sagtest, dein Mann wollte dich ermorden. Der Mann, der sich erhob, um den Tyrann Xerxes zu töten, hieß Dareios. Er gehörte einer neuen Bruderschaft von Mördern an, wie Persien sie noch nicht gekannt hat. Er wurde auch angeheuert, um mich zu töten. Ein Königsmörder soll einen einfachen Blinden töten? Warum? Ich habe dein Interesse geweckt, oder? Erzähl noch eine Geschichte, dann tue ich das auch. Akrokorinth? Sag nichts. Das ist bestimmt in Korinth. Gut geraten. Dort steht der bekannteste Tempel der Aphrodite. Eurer Göttin, der schönsten Nebensache des Lebens. Ich bin zurück aus Akrokorinth. Von dort konnte ich ganz Korinth überblicken. Ich kann nur raten, was die Anhänger der Aphrodite tun, um sie zu ehren. Die Hetären halten den Geist von Aphrodite lebendig, meist bis tief in die Nacht. Genau, was eure Göttin verdient hat. Als ich jünger war, lag ich oft wach und habe mir ausgemalt, wie es wäre, wenn ich sie anbeten würde. Nun, da das erledigt ist, schuldest du mir eine Geschichte. Du sagtest, der Königsmörder Dareios wurde angeheuert, um dich zu töten. Das stimmt. Von meinem Bruder. Dein Bruder? Das ergibt doch gar keinen Sinn, alter Mann. Ich glaube, ich kann dir trauen. Mein Bruder und ich sind die letzten lebenden Söhne von König Xerxes. Unmöglich. Dann wärst du ein König. War ich. Mein Name war Artaxerxes. Ich führte Persien durch eine Zeit des Friedens. Doch mein Bruder wollte den Thron und plante meinen Tod. Nun verstecke ich mich hier im Exil und lebe als einfacher Bettler. Ich erzähle dir mehr doch zuerst. Ja, ja, Geschichte für Geschichte. Du sagtest Taygetos-Gebirge, oder? Es klingt, als würdest du den Ort kennen. Ich hörte von seinem Appetit. Es heißt, der Berg ernähre sich vom Leid der Spartaner. Deshalb bringen die Leute dort dem Berggott ihre eigenen Kinder als Opfer dar. Das ist nicht so ganz richtig. Ich kehrte zum Taygetos-Gebirge zurück. Zurück? Sag mir, hast du den Berggott getroffen, der Spartas Kinder verschlingt? Der Berg ist ein Berg, wie jeder andere. Was das Taygetos-Gebirge zu einem Ort des Leids macht, sind die Menschen dort. Ja, das gilt für alle schlimmen Orte auf dieser Welt. Als ich ein Kind war. Ich wusste gleich, als wir uns trafen, dass du eine Bürde früheren Leids mit dir herumträgst. Lass es in der Vergangenheit. Nun sag mir, König Artaxerxes, wie kann ich deine Geschichte glauben? Du siehst nicht unbedingt königlich aus. Nun, darum geht es doch. Ich verstecke mich. Beweise es mir. Ich könnte. Weißt du, ich kannte einen Mann namens Themistokles. Der Athener Feldherr. Ich hörte, er wurde durch ein Scherbengericht aus Athen verbannt. So ist es. Wegen belangloser Politik. Er kam nach Persien, zu mir, und bat mich um Asyl. Ich war König zu dieser Zeit, aber noch ein Kind. Er lernte Persisch und erzählte mir von seiner Heimat,
von Orten wie Akrokorinth, dem Taygetos-Gebirge. Die Orte, die du gern gesehen hättest. Ich liebte die Geschichten und ich liebte Themistokles wie einen Vater. Er war netter zu mir, als Xerxes es jemals war. Eine letzte Geschichte, dann verrate ich dir, wo er seinen Schatz versteckt hat. Woran erinnerst du dich bezüglich dieses Panzervogels in Arkadien? Eine Bestie aus Metall, die aus dem Berg herausragt und über den Seestümpferloss und die wogenden Felder blickt, die sich wie ein goldenes Meer über ganz Arkadien erstrecken. Wenn du von dem Vogel hören möchtest, könnte ich ihn dir beschreiben. Nichts würde mich glücklicher machen. Es ist eine große Statue, gefertigt aus den Klingen gefallener Soldaten. Sie steht hoch über dem Stymphalossee und den goldenen Feldern. Dort oben konnte ich vergessen, dass Krieg herrscht. Dann ist es, wie es mir beschrieben wurde. Der Vogel erinnert an Herakles' Kampf gegen das Chaos, an einem besonders ruhigen Ort. Hoffentlich ergänzen sich die beiden zum Besten. Also, ich war an den 5 Orten, von denen Themistokles dir erzählt hat. Dafür wird dir meine Seele ewig dankbar sein. Nun zur Geschichte. Themistokles starb friedlich in Persien, als einer von uns. Ich versprach ihm, die Orte zu besuchen, von denen er erzählt hat. Seine Geschichten leben in mir weiter und nun auch in dir. Und deine Geschichte? Ich ließ die Leute glauben, dass Dareios mich getötet hätte, damit ich fliehen konnte. Artaxerxes, du solltest noch etwas wissen. Ja? Mein Großvater war Leonidas von Sparta. Das heißt? Dein Vater, König Xerxes, hat meinen Großvater getötet. Dann bist du zur Blutrache verpflichtet. Artaxerxes, falscher König. Dieser Söldner führte mich zu dir. Es ist Zeit, meinen Auftrag zu Ende zu bringen. Alexios, bitte! Bleib hinter mir. Zu den Waffen! Artaxerxes, bist du verletzt? Obwohl du verpflichtet gewesen wärst, Leonidas zu rächen, hast du mich gerettet. Danke. Ich hatte keine Wahl. Der Mann wollte deinen Tod. Man hat ihn wie die anderen auf dich angesetzt. Er war es. Wenn er nicht nach Persien zurückkehrt, wird mein Bruder einen anderen schicken. Und dann noch einen. Ich sollte mein Schicksal akzeptieren. Du bist ein tapferer Mann, Artaxerxes. Das habe ich von Themistokles gelernt. Nun, was dich angeht, ich schulde dir etwas. Nun, ich habe dich gerettet. Und ich ging auf Abenteuer für dich, eure Hoheit. Oh ja. Und deine Geschichten klangen, als würde Themistokles durch dich sprechen. Nun zur Bezahlung. Geh zum Grab auf Salamis, wo Themistokles seinen Schatz versteckt hat. Es ist nicht weit von dem Ort, wo er die Flotte meines Vaters triumphal geschlagen hat. Themistokles' Schatz liegt auf Salamis. Ich frage mich, was es sein könnte.
Sei gegrüßt. Beehr mich bald wieder. Weiter, sonst setzt es was. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Ja. Wenn das Boot umkippt, schaffe ich es nicht ans Ufer zurück. Huh?
Da ist es. Die Belohnung für dich ist zu hoch, um sie zu ignorieren.
Jeder in meiner Mannschaft ist frei und wird gut bezahlt. Auch du, wenn du willst. Ella! Sie werden nach mir suchen. Ich muss vorsichtig sein.
Ella. Brauchst du etwas? Söldling, mein Stück hat das ganze Publikum mitgerissen. Sie haben alle geweint. Ich habe mehr Talent, als mir gut tut. Und warum freust du dich nicht? Das Stück wurde verboten, weil es Leiden auslöst. Die Soldaten bewahren meine Schrift im Lager auf. Ach, gäbe es sie doch gar nicht. Ich muss sogar eine Strafe zahlen und weiß nicht wie. Das heißt also, ich soll dir ein paar Drachmen geben? Ja. Jede deiner Drachmen hilft. Bitteschön. Huh.
Komm schon. Hier passen die Wachen sicher gut auf. Geht's! Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Das überlebst du nicht!
Bleib stehen. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Versuchen wir keine Revolte anzuzetteln, solange die hier sind, ja, Ikaros? Vorsicht. Niemand darf mich sehen.
Ich habe deine Nachricht an der Tafel gelesen. Was ist geschehen? Ich bin von der Kryptia. Ich schlage aus dem Schatten zu. Und das präzise. Sag mir, kannst du lautlos töten? Ich muss mich nicht verstecken, um mein Ziel zu treffen. Ich habe Informationen über geschwächte Lager der Athener und ihre Befehlshaber gesammelt. Aber ich kann nicht alle angreifen. Natürlich. Du willst, dass ich mich um den Athener Befehlshaber kümmere. Sein Tod ist die einzige Lösung. Ich bin genau der Richtige. Bitte erledige das. Überlass das mir.